Wenn Franjo Selak aus dem kroatischen Petrinja eine Katze wäre, hätte er nur noch zwei Leben, denn er überlebte eine Reihe grausiger und bizarrer Unfälle. Wenn er nicht gerade im Lotto gewonnen hätte, dann wäre er der größte Pechvogel der Welt. Das Ganze begann 1962, als er 34 Jahre alt war. Er bestieg die Eisenbahn nach Dubrovnik, landete aber stattdessen mitsamt dem Zug in einem eisigen Fluss. Die Lichter gingen aus und wir fielen in die Tiefe. Meine Großmutter fiel erst auf mich, dann ich auf sie. Ich wusste nicht, was los war. Ein metallisches Knarren war zu hören. Plötzlich war Wasser im Abteil und ich begriff, dass wir in den Fluss gestürzt waren. Franjo konnte an Land schwimmen, aber 17 Menschen starben. Im nächsten Jahr flog er zu seiner kranken Mutter. Franjo saß hinten bei der Stewardess, als das Unglück seinen Lauf nahm. In der Nähe von Park streifte die Maschine mit einer der Tragflächen plötzlich einen Berggipfel. Durch den Aufprall öffnete sich einer der Notausstiege und die Stewardessen wurden buchstäblich nach draußen gesaugt. Mir erging es genauso. Das passierte in Sekundenschnelle. Mehr weiß ich nicht mehr. 20 Menschen starben, aber Franjo überlebte, weil er in einem Heuhaufen landete. 3 Jahre später fiel Franjo erneut in einen Fluss. Diesmal mit einem Reisebus. Der Bus durchbrach die Leitplanke und wir stürzten ins Wasser. 1970 fuhr er mit seinem Skoda auf der Autobahn, als dieser Feuer fing. Nur Sekunden vor der Explosion des Tanks sprang er aus dem Auto. Da er den öffentlichen Verkehrsmitteln aus gutem Grund misstraute, kaufte er sich ein neues Auto, dessen Benzinpumpe eines Tages undicht wurde. Plötzlich rief meine Frau: Franjo, es riecht überall nach Benzin. Frauen haben keine Ahnung von Autos, also sagte ich, das ist normal. Autos laufen ja schließlich mit Benzin und nicht mit Schokolade. Ich hätte ihr besser glauben sollen. Plötzlich schossen Flammen aus den Lüftungsschlitzen und setzten seine Haare in Brand. Sicherheitshalber ging er von da an zu Fuß. Das half auch nichts, denn 1995 wurde er von einem Bus angefahren. Er kaufte also wieder einen Wagen. Diesmal war aber nicht sein eigenes Auto am Unfall schuld, sondern ein LKW der UNO, der ihm auf einer Bergstraße entgegenkam. Franjo wich aus, durchbrach eine Leitplanke und stürzte den Berg hinab. Er konnte sich gerade noch durch einen Sprung in einen Baum retten, bevor sein Wagen explodierte. Es flog mitsamt meinem Anzug, Mantel und den Papieren in die Luft. Ich war ganz schön mitgenommen, da ich erstmals schwer verletzt wurde. 3 gebrochene Rippen, eine gebrochene Hüfte und noch mehr. Angesichts all dieser Tragödien ist es kaum verwunderlich, dass Franjo keine Lust auf eine Weltreise hatte, als er in Rente ging. Er blieb lieber zu Hause und versuchte sein Glück beim Lottospiel. Und er gewann tatsächlich 1 Million Dollar.